Wer wird der Nachfolger von Benjamin Pavard beim FC Bayern München? Denn Benjamin Pavard, der wird aller Voraussicht nach den Verein auch in diesem Sommer verlassen. Und da gab es jetzt einen neuen Vorstoß bei Kyle Walker. Und auch ein neuer Name ist auf dem Bayern-Radar aufgetaucht, nämlich Holland-Star Lucarel Gerreder. Aber auch intern hat Thomas Tuchel einen ganz klaren Plan für die Rechtsverteidigerposition entwickelt, sollte Benjamin Pavard nun jetzt noch den Verein verlassen. Alles dazu jetzt hier in diesem Video. Vorab, lasst ein Like auf das Video da und auch ein Abo auf den Kanal, um nichts mehr über die Bundesliga zu verpassen. Aber damit starten wir rein ins Video. Ja, heute Mittag habe ich euch berichtet, es ist wohl so, dass der FC Bayern München intensiv mit Inter Mailand verhandelt und das berichten jetzt mehrere Transfer-Insider und Medien übereinstimmend. Es ist wohl so, dass ein Transfer kurz bevorsteht. Man wird wohl Benjamin Pavard den Wunsch erfüllen, den Verein zu verlassen. Der Spieler ist sich selbst ja schon länger mit Inter Mailand einig. Er möchte weg vom FC Bayern München. Er möchte eine neue Herausforderung. Aber bei den Bayern, da hat man sich bislang noch schwer getan. Denn zum einen finanziell war das noch nicht das Angebot, was man jetzt von Inter Mailand bekommen hat, was man sich vorgestellt hat. Da haben die Mailänder aber nachgebessert, denn mittlerweile werden sie wohl um die 32, 33 Millionen Euro bieten. Und das, so zumindest die neuesten Berichte, wäre wohl auch genug, um den FC Bayern München zu überzeugen. Das ganz große Problem bei den Bayern ist eben die Suche nach einem Nachfolger. Und da gibt es natürlich jetzt verschiedene Pläne, die man grundsätzlich verfolgt. Ein Plan, der ist schon ganz klar, denn man könnte natürlich hier ganz normal weiter mit Nasser Masraoui arbeiten. Denn grundsätzlich kann man festhalten, Nasser Masraoui, der hat gerade eine extrem starke Saisonphase und das weiß natürlich auch der Trainer Thomas Tuchel und er möchte den Spieler so weitestgehend auch spielen lassen. Er hat natürlich immer mal mit kleinen Verletzungsproblemchen zu kämpfen, das haben wir in der letzten Saison auch schon viel gesehen. Aber man traut ihm wohl auch zu, dass er hier den Sprung zum Pavard-Nachfolger machen kann und eine feste Größe auf der Rechtsverteidigerposition wird. Gerade auch im Supercup und auch im letzten Spiel gegen Bremen hat er mir ziemlich gut gefallen. Gerade offensiv zeigt er wirklich einiges nach vorne. Und wenn jetzt Thomas Tuchel langfristig überlegt, vielleicht eine Dreierkette einzurichten und dann mit zwei Wingbacks, also in Form von Masraoui und auch Alphonso Davies zu spielen, dann wäre er, glaube ich, der perfekte Spieler für solch eine Position und könnte das natürlich auch extrem stark ausfüllen. Also grundsätzlich wäre es auf jeden Fall eine Lösung, dass man hier einfach quasi einen 1:1 Ersatz hat. Den hat man schon in den eigenen Reihen gegen Bremen, haben wir es bereits gesehen. Da hat ja beispielsweise ein Pavard gar nicht gespielt, der hat nur auf der Bank gesessen und da hat ihm quasi Nasser Masraoui schon den Rang abgelaufen. Ein Problem, was dann aber auftritt, ist eine Backup-Option. Denn Josip Stanisic, der hätte den Rechtsverteidiger auch noch spielen können, das habt ihr mitbekommen. Der ist mittlerweile offiziell bei Bayer Leverkusen als Leihspieler vorgestellt worden. Er wird in der kommenden Saison für die Werkself auflaufen und damit wird natürlich die Verteidigung der Bayern noch etwas dünner als eigentlich vermutlich gewünscht. Und wenn man dann jetzt auch noch Pavard verlieren sollte, dann hätte man für die Rechtsverteidigerposition gar keine Backup-Lösung mehr, sondern quasi nur noch Nasser Masraoui und das wäre etwas zu dünn. Und da kommt jetzt der Plan B ins Spiel, denn das wurde nun auch beispielsweise vom Kicker berichtet, Thomas Tuchel soll darüber nachdenken, ob er Joshua Kimmich als Backup-Lösung in die Rechtsverteidigung mit einbaut. Das ist zwar nicht die Lieblingsposition von Kimmich und er hat sich da auch sehr gegen gesträubt, in der Vergangenheit diese Position zu bespielen, aber er ist einer der wenigen Mittelfeldspieler, die eben auch so vielseitig einsetzbar sind, dass sie auch einen Rechtsverteidiger geben könnten. Und gerade im überbesetzten Mittelfeld würde man so natürlich auch etwas Luft daraus nehmen und könnte dann anderen Akteuren wie beispielsweise Gravenberch mehr Spielzeit geben. Und für Kimmich selbst würde es ja auch nicht bedeuten, dass er jedes Spiel jetzt als Rechtsverteidiger aufläuft, sondern wir reden hier wirklich nur von einer Alternative. Dass wenn beispielsweise Masraoui eine Pause braucht, wenn er mal Verletzungsprobleme hat, wenn man irgendwie Problemchen bekommen sollte, dann könnte hier Joshua Kimmich den Rechtsverteidiger geben. Er wäre dann natürlich auch die deutlich defensivere Alternative als ein Masraoui selbst. Aber selbst wenn man das macht, ist man relativ dünne aufgestellt. Wie gesagt, man hätte dann zwar Joshua Kimmich als Backup, aber er wäre dann natürlich auch, wenn er dort spielen würde, wieder Mittelfeld gefragt. Da würde dann auch wieder ein Spieler fehlen. Und deswegen ist es wahrscheinlich, dass man tatsächlich einen Transfer tätigt. Und da hat man jetzt einen neuen Anlauf gewagt bei dem eigentlichen Königstransfer Kyle Walker. Denn das ist ja der absolute Wunschspieler von Trainer und auch Verantwortlichen des FC Bayern Münchens. Man wollte den Spieler sehr gerne holen, man hatte bereits seine Zusage, die hat er dann irgendwie wieder revidiert und hat sich jetzt dann für eine Verlängerung bei Manchester City entschieden. Aber da gibt es immer noch keinen Vollzug, der da vermeldet wurde. Er hat den Vertrag noch nicht unterschrieben und genau deswegen haben die Bayern jetzt in den vergangenen Stunden nochmal einen Angriff bei Walker gewagt.
Das wurde jetzt durch die L'Equipe berichtet, denn ein Spieler, Trippie Walker, der wäre perfekt, um eine Pavard-Nachfolge zu übernehmen, denn er kann sowohl innen wie außen spielen, er könnte auch in der Dreierkette super funktionieren, er könnte einiges an Erfahrung an seine Mitspieler geben und Nasser Masraoui, der könnte auch einiges noch von ihm lernen. Und auch durch das hohe Alter, was jetzt ja erstmal eigentlich abschreckt, ist aber eigentlich auch gegeben, dass langfristig eben weiterhin Nasser Masraoui die Nummer 1 bleiben wird und Walker halt langsam quasi von der Spielzeit her zurückgefahren wird. Aber so berichtet es eben jetzt auch die L'Equipe, weil es gab jetzt zwar einen neuen Versuch bei Walker, aber der wurde wohl durch den Spieler wieder abgeblockt. Zumindest mal ist der L'Equipe nichts Positives über diesen Anlauf bekannt. Und genau deswegen beschäftigen sich die Bayern natürlich auch noch mit anderen Namen. Und ein Name ist jetzt eben ganz neu auf der Bayern-Liste aufgetaucht. Und das ist der Name von Lucharel Gertruida. Und wie da jetzt eben die TZ berichtet, ist er nicht nur auf der Bayern-Liste aufgetaucht. Nein, die Münchner sind auch schon seit geraumer Zeit mit dem 23-Jährigen in Kontakt. Und mit Gertruida, da hätte man einen Abwehrspieler, der ähnlich wie Pavard sehr flexibel einsetzbar ist. Er kann sowohl in der Innenverteidigung spielen, das tut er hauptsächlich tatsächlich bei Feyenoord Rotterdam, aber er kann auch auf der rechten Abwehrseite spielen, also ziemlich gleich wie Benjamin Pavard. Also von daher würde das schon ziemlich gut passen. Er ist natürlich einige Jährchen jünger als Benjamin Pavard, wie gesagt 23 Jahre alt, 1,84 groß. Also schon eine ziemliche Kante, sieht man ja eigentlich auch schon auf den Bildern ganz gut. Er hat halt bis dato fast nur in der Eredivisie gespielt, denn die gesamte Jugend, die hat er eigentlich bei Feyenoord durchlaufen und hat es auch so und dann ist eben auch bei Feyenoord Rotterdam zu den Profis geschafft und mittlerweile spielt er da eigentlich jedes Spiel, ist mittlerweile auch Kapitän, ein echter Leader in der Innenverteidigung und das mit gerade mal 23 Jahren. Er hat bei Feyenoord noch einen Vertrag bis 2025. Und er hat einen Marktwert aktuell von ca. 25 Millionen Euro, aber er wäre wahrscheinlich noch etwas teurer als dieser Marktwert. Gerüchten zufolge hat er auch eine Ausstiegsklausel im Vertrag, die soll ungefähr bei 40 Millionen Euro liegen. Aber nicht nur der FC Bayern München ist an ihm interessiert oder an ihm dran, nein, auch RB Leipzig ist an dem Spieler aus der niederländischen Liga interessiert. Aber ich denke, da brauchen wir uns nichts vormachen, wenn der FC Bayern München hier ernst machen würde, würde man hier definitiv einen Zuschlag vor RB Leipzig bekommen. Die Frage ist natürlich, wie wird ein Spieler, der nur in der Eredivisie gespielt hat, dann in der Bundesliga funktionieren? Kann man ihn hier Plug-and-Play-mäßig spielen lassen? Oder sind hier, wenn man hier wirklich bis zu 40 Millionen Euro für den Spieler ausgeben müsste, das einfach ein zu großes Risiko? Das müsste man auf jeden Fall abwägen. Vielleicht kriegt man ihn natürlich auch schon etwas günstiger. Wie gesagt, Marktwert 25 Millionen Euro. Der ist auch in der letzten Saison nochmal ordentlich angezogen. Also wenn man sich jetzt mal mit vor ungefähr einem Jahr vergleicht, da war er gerade mal bei 12 Millionen Euro. Also er hat schon nochmal einen richtigen Sprung gemacht. Der bringt halt eine Menge Potenzial mit sich. Und wenn er dann wirklich bei den Bayern gut funktionieren würde, wäre er, denke ich, ein wirklich adäquater Ersatz für Benjamin Pavard. Zumindest das, was man jetzt so bis jetzt von ihm gesehen hat, was ich mir angeschaut habe, könnte ich mir schon gut vorstellen, dass er hier bei den Bayern auch gut funktionieren könnte. Und man hat ja grundsätzlich eh mit Holländern eine, ja, ich sag mal, eine ziemlich gute Vorgeschichte beim FC Bayern München. Die funktionieren eigentlich hier immer ziemlich gut. Was sagt ihr, wie sollte man, wenn Benjamin Pavard den Verein verlässt, auf der rechten Abwehrseite dann weiter planen? Sollte man das Ganze intern lösen, mit beispielsweise Kimmich und Masraoui als Kombination? Oder sagt ihr, nein, man muss All-In bei Kyle Walker gehen oder man holt sich ein junges Talent, so wie Lucharel Gertruida? Da bin ich auf eure Meinung gespannt, aber natürlich gerne damit in die Kommentare. Lasst uns drüber diskutieren, ich bin gespannt. Bis die Tage, Leute.